Na, sucht ihr mich? Ja, dann komm mal rüber in die Küche. Boah, ich bin ja echt aufgeregt, ne? Aber herzlich willkommen in meiner Küche auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lady Nashi. Ich habe die 50 geknackt. Nein, ich habe keine Probleme damit. Die meiste Zeit nicht. Ja, und ich bin seit über 20 Jahren in der Ernährungsberatung tätig. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ich muss sagen, es ist meine Leidenschaft. Ich mache es einfach gerne. Warum ich Nashi heiße, das erkläre ich irgendwann in einem anderen Video. Und warum bin ich eine Comicfigur? Auch das ganz einfach. Ich möchte, dass ihr euch auf die Inhalte konzentriert, da Bock drauf habt. Und nicht euch versucht, mit mir als Mensch in Fleisch und Blut zu vergleichen. Ach, die hat schönere Haare. Ach, die hat ja hier und da 300 Gramm zu viel. Hab ich nicht. Wer auch immer das behauptet. Scherz. Nein, wirklich. Es geht mir um die Inhalte und dass ihr da Spaß dran habt und deswegen eure Zeit für diesen Kanal hergebt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und da wären wir dann auch schon bei der nächsten Nummer. Warum dieser Kanal? Eigentlich auch ganz einfach. Ich möchte jedem den Zugang geben, egal wie viel Geld er hat oder auch nicht, sich über Dinge zu informieren, um sich und seinem Leben etwas Gutes zu tun und vielleicht irgendwo in irgendeines meiner Videos den Aha-Moment zu bekommen und zu sagen, ach echt? Ach, das war jetzt aber eigentlich simpel. Scheibenkleister. Was ich nicht bin, ich bin kein Abnehm- und Diätkanal, juhu, und in 6 Wochen sind die Kilos weg, du fühlst dich wieder Bombe und das Leben kann wieder genauso weitergehen, wie es vorher war. Nee. Denn wenn wir das Wort Diät nehmen, das kommt nämlich aus dem Griechischen und heißt eigentlich Lebensweise, Lebensführung. Und ja, da können wir uns draufstürzen und mal schauen, wie das so bei dir ist. Aber nicht in 6 Wochen. Denn du möchtest ja kontinuierlich auf Dauer bis zum Lebensende endlich fit sein, dich wohlfühlen und Spaß haben. Bis auf die kleinen minimalen Ausreißer. Die habe ich auch. Da würde ich lügen. Ja. Und ich bin kein Arzt, sondern alles, was ich hier erzähle, das habe ich bei mir selbst erfahren oder bei Menschen, denen ich geholfen habe, manchmal auch nicht helfen konnte. Warum auch immer. Und wenn ich von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen spreche, dann findet ihr den Link zu der Studie. Ich glaube, das heißt Kanalinhalte. Ich bin da ja noch nicht so in diesem Fachjargon YouTube drin. Ah, das kommt noch. Es steht auf irgendwo unten unter dem Video. Ja. Und dann kommen wir mal zu dem, was euch sehr wahrscheinlich am meisten interessiert nach über 3 Minuten 30 Laberei. Was sind denn deine Kanalinhalte, Lady Nashi? Ja, das ist einmal Ernährung und Ernährungsmedizin. Da tauchen wir so ein bisschen tiefer ein. Lebensmittelkunde, was ist das? Welche Sachen beeinflussen deinen Körper und Geist vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger? Wir sind alle anders. Jeder hat einen anderen Bauplan. Deswegen hat es auch in jedem Körper eine andere Auswirkung. Und das müsst ihr dann für euch testen. Wenn es mit viel Vorsicht zu genießen ist, wird es von mir immer ein dickes rotes Ausrufezeichen geben. Ja, und ich hoffe, ich bringe euch da ein paar neue Erkenntnisse. Es wird nie trocken und langweilig sein, immer mit einem kleinen Spaß- und Fun-Faktor. Dann gehen wir natürlich einkaufen, weil ich finde das doof. Ich gehe die Sachen einkaufen, halte die euch in die Kamera und sage, boah, guck mal, habe ich gekauft. Nee, wir gehen mal ein bisschen shoppen, dann gucken wir mal, was steht denn hinten so drauf und auf was solltet ihr vielleicht mal achten. Vielleicht auch, wenn ihr Probleme mit Magensäure habt. Man nennt das auch im Fachjargon Reflux. Was sollte dann vielleicht nicht drin sein? Aber wir gehen eh nicht so viel in der Verpackung kaufen, sondern orientieren uns mal so ein bisschen an die frische Produkte ranzutrauen, ne?
Deswegen, wir gehen in den Supermarkt, wir gehen in den Bioladen, wir gehen aber vielleicht auch mal auf den Markt. Wie auch immer. Ja, und wenn wir uns jetzt mit Nahrungsmitteln und Einkaufen beschäftigt haben, dann können wir eigentlich auch zusammen kochen. Ich würde da den Mittwoch vorschlagen, würde dann in der ersten Februarwoche spätestens starten. Ich muss da noch so zwei, drei Sachen vorbereiten. Und ja, viele Sachen finden in meinem Lieblingsspielzeug statt, im Thermomix. Jetzt habe ich natürlich gesagt, der Kanal soll für jeden sein, auch der, der nicht viel im Geldbeutel hat. Und deswegen, wenn dann ein Rezept dabei ist, wo jemand sagt, hallo, stopp, ich habe keinen Thermomix, dann werde ich das Rezept natürlich umbasteln, sodass es für die gute alte Pfanne und den vertrauten Topf und den Backofen nutzbar ist. Aber auch die werden wir benutzen. Und den Airfryer, den liebe ich nämlich auch. Ja, und dann werden wir viele bunte Rezepte ausprobieren aus verschiedensten Ländern, aber natürlich auch sehr gerne regional. Und dann schauen wir mal, wo ihr Bock drauf habt, was euch schmeckt. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, immer in die Kommentare reinschreiben. Und solange nicht irgendwann 50 oder 100.000 Kommentare kommen, ich träume dann schon mal ein bisschen, wird das immer von mir umgesetzt. Und wenn es so nicht geht, schreibe ich euch das rein und dann probieren wir was anderes. Ja, was machen wir noch? Ein bisschen Mindset. Verhalten. Warum die Gedanken, die Gefühle, was hat das mit Essen zu tun? Wie beeinflusst Essen das? Darmgesundheit und psychisches Wohlbefinden. Ja, ich weiß, da beschäftigen sich ganz viele Kanäle mit, Lady Nagy. Vielleicht ist es hier aber ein bisschen anders und ihr könnt da was mitnehmen und habt Spaß daran. Das wäre mir wichtig. Ja, und dann wären wir bei meinem Lebensmotto, Carpe Diem. Da kriegt ihr so ein bisschen persönliche Tipps und Tricks. Ich nehme euch mit in meinen Tag. Was mache ich bei so einem Winterblues? Heute scheint die Sonne, Schnee, super. Doch was ist, wenn es dunkel ist? Ist keiner vorgeschützt. Keiner. Auch ich nicht. Und ich zeige euch dann, was mache ich. Dann werde ich euch mal ein Buch vorstellen oder erzähle euch, was gucke ich denn so an Filmen und Serien? Und vielleicht ist da was für euch bei. Ja, und dann kommt der lustige Part, das ist Sport. Ja, ich mache gerne Sport. Ich nehme euch aber zu meiner Lieblingssportart mit, die ich seit anderthalb Jahren betreibe. Und ja, hättet ihr mir vor anderthalb Jahren gesagt, dass ich das mal machen werde, ich hätte euch, Entschuldigung, den Vogel gezeigt. Und ich nehme euch mit und werde euch erklären und auch zeigen, warum diese Sportart wirklich mein Leben verändert hat, mir gut tut und ich sehe es auch bei anderen, es verändert einiges. Und diese Sportart ist mit so vielen Vorurteilen behaftet und das wird ihr absolut nicht gerecht. Ja, und vielleicht, aber da muss ich noch drüber nachdenken. Nehme ich irgendwann jemanden mit, der hier in meinem Umfeld lebt? Ich muss nur noch überlegen, ob ich dann auch wirklich möchte, dass ich ja meine Identität preisgebe. Aber es wäre schon eine spaßige Nummer. Ich denke mal drüber nach. Ja, Leute, das war's. Danke, dass ihr mir jetzt schon über 9 Minuten Zeit geschenkt habt. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns in Kürze wiedersehen. Tja, was bleibt mir da jetzt noch zu sagen? Die meisten YouTuber sagen ja mittendrin oder am Ende, bitte klickt auf den Daumen-Button und bitte abonniert mich. Ja, finde ich auch super. Ich erkläre euch aber auch kurz, warum. Das kostet ja alles viel Zeit. Sehr viel Zeit. Und Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben. Denn wenn ihr Tipp, keine Ahnung habt, was ihr jemandem schenken sollt, der euch am Herzen liegt, macht einen Gutschein und schenkt dieser Person Zeit mit euch. Am Anfang gucken die euch komisch an, nur das ist das Geschenk, weil das ist nicht bezahlbar. Und wenn ihr eure Zeit meinem Kanal widmet, was mich mit ganz viel Freude
durchströmt. Dann fände ich es toll, wenn ihr den Daumen hoch drückt und ein Abo dalasst. Aber bitte auch nur dann. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt und mich so lange ertragen habt, denn über 10 Minuten mittlerweile, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare Hashtag super. Bis zum nächsten Mal, eure Lady Naschi.